get high, man. Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Blue Creeper. Heute gibt es wieder ein Tutorial. Minimal, klein, aber fein. Und zwar ist das wieder eine Tutorial zu einem versteckten Geheimgang, aber es geht hier nicht direkt um den Eingang, sondern um den Mechanismus, wie man das löst. Und zwar muss ich hier aber mit einem Pfeil gegen schießen und die Tür öffnet sich. Wenn ich den Pfeil wieder wegnehme, geht er wieder weg. Das hat ein ganz einfaches System, das kann ich hier mal aufbauen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Druckplatte habe und hier hinter eine Lampe zum Beispiel, und ich visiere den Block da unter an, dann geht die Druckplatte an, weil die Druckplatte denkt, der Pfeil wäre auf der Druckplatte. Der denkt, das wäre so der Pfeil, das ist aber nicht so. Wobei ich eigentlich den Pfeil mitten drauf schieße und die Lampe geht an. Das simpler Trick, aber so funktioniert es. Ich guck mal, ich zeig mal, wie das aufgebaut ist. Zwar habe ich das hier natürlich noch so ein bisschen verschönt. Ein bisschen mehr Holz. Und hier haben wir unsere Druckplatte. Die war hier vorne verdeckt. Und musste man einfach nur hier reinschießen und dann war das hier schon aktiviert, dann haben wir einen Umkehrer, dann geht hier die Pistentür auf, wie man hier sieht. Ja, genau. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Es ist ein simpler Trick, den habe ich gefunden von einem Amerikaner und ich glaube, das Video war schon 3 oder 4 Jahre alt. Habe ich mir gedacht, komm, guckst du mal, ob das funktioniert noch hier in der 1.8. Wir sind hier in der 1.8 jetzt, in der Vanilla. Und funktioniert noch. Also, ich kann mich nicht beschweren, ne? Auf jeden Fall ein simpler Trick, zum Beispiel für Survival-Häuser, wenn man ein Haus baut und man hat einen kleinen Kasten und man hat ein Haus. So, man geht in den Keller, man hat da eine versteckte Wand und eine versteckte Tür, die man nicht sieht, also möglichst nicht sehen sollte. Muss man einfach mit dem Bogen ranschießen und das Teil geht auf. Natürlich kann man damit noch mehr machen, natürlich kann man auch, kannst du natürlich auch eine Spielerfalle machen daraus. Und ganz simpel, was ich natürlich jetzt sehr gerne mache. Ups, was ist denn da passiert? Bumm, hast das Haus vom anderen zerstört. Könnte man auch machen. Ja, das war halt so simpel, sehr klein. Ich hatte natürlich noch ein paar andere Ideen. Da war eine Idee, das war eine Redstone-Leitung ohne Redstone-Spur zu verlegen. Das geht aber nicht mehr, das ging in 1.2.5, glaube ich. Und jetzt geht's nicht mehr. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao.